Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach mit so einem Fahrstuhl hoch und wieder runter kommt. Ganz einfach. Next time. Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Nämlich heute machen wir mal ein Tutorial, einen Aufzug, wie ihr gerade gesehen habt. Ich tue das außerdem gerade im Nachhinein aufnehmen, weil ich jetzt schon ich tue jetzt schon irgendwie das dreimal machen, dass ich irgendwas nachsynchronisiere. Aber das soll nicht so gehen. Ihr holt einfach diese Items aus dem Inventar und macht ein 5x7er Loch. So könnt ihr nämlich den Fahrstuhl auch nachbauen. Dann macht ihr einfach die Plattform dorthin. Ihr müsst dann so gesagt, so müsst ihr dann auch auf, geht ihr dann auch auf den Fahrstuhl drauf. Also, so geht er dann drauf, ne? Also wenn ihr das halt so einplant, ne? Gut, dann ja gut, dann baut es einfach so hier. Die Redstone Fackel hat dann nachher den Sinn. Er baut erstmal hier das noch ein bisschen aus. So, dann macht ihr erstmal Redstone dort überall hin und da kommt dann so gesagt der Fahrstuhl dran. So, und der Knopf hat jetzt auch noch nicht so einen großen Sinn. Auf jeden Fall macht ihr dort so gesagt ein Loch, weil das Obsidian tut so gesagt die Kolben nicht verschieben. Und da kommt noch ein Redstone-Block rein. Nämlich die Kolben tun kein Obsidian verschieben, weil das für ein starkes Material ist. Gut, da habe ich mal kurz Tag gemacht. Nämlich, übrigens, Leute, das ist noch nicht verschnellert, ne? Das ist so, nur so schnell, weil das durch das Aufnahmeprogramm irgendwie so ein Bug ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie man jetzt sehen kann, ihr baut einfach so hoch wie ihr möchtet, ist egal wie, und jetzt kommt die Redstone-Fackel in Einsatz. Ihr macht einfach einen Kolben auf die Redstone-Fackel und dann baut ihr 11 Blöcke hoch. Nach den 11 Blöcken macht ihr einen Redstone-Block hin. Nach dem Redstone-Block macht ihr einfach nur noch einen Slime-Block drauf und dann am Ende macht ihr wieder einen Redstone drauf. Also es ist eigentlich egal wie hoch ihr baut, ihr könnt dazwischen drin auch zwei freilassen. Ja, und das ist eigentlich relativ egal. Gut, das wäre es eigentlich schon mal gewesen. Dann macht ihr halt so gesagt noch die Plattform. Die soll halt ungefähr noch so, dass ihr drei Blöcke oben frei habt. Und jetzt machen wir direkt nach oben weiter. Ihr macht da so gesagt einen Kolben hin neben dem Redstone-Block. Dann kommt direkt dort Obsidian hin. Da kommt dann auch noch ein Pisten hin. So, und dann verbindet ihr alles mit Redstone und es funktioniert, wenn ihr den Knopf da oben hin macht. Gut. Dann hätten wir das erstmal. Und jetzt geht das ganze Spiel noch andersrum. Nämlich macht ihr eine Redstone-Fackel hin. Dann macht ihr keinen Kolbenblock nicht dort, sondern eins weiter runden. Weil eins weiter runter macht ihr den Block so gesagt hin. Muss halt einfach so sein, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall macht ihr dann einfach 11 Blöcke weiter. Also wieder 11 Blöcke abziehen, dann einen Redstone-Block platzieren und einfach dann. Ja, bis runterziehen. Ja, und so wäre es jetzt bei den Redstone unten, da müsste es also sein, also ihr dürft nicht Redstone und Redstone-Block connected haben, also dass die sich verbinden. Ich denke mal, das geht nicht, habe ich bis jetzt noch nicht ausgetestet, aber ich denke mal, das funktioniert nicht. Also so ein Plan, dass ihr nicht unbedingt da rankommt. Dann unten noch Obsidian machen, weil das braucht man ja dafür. Ja, gut, dann jetzt auf einmal hätten, also wir haben jetzt eigentlich schon mal alles, was das damit zu tun hat. Jetzt kommt nur noch der eigentliche Aufzug und der folgt. Ihr macht einfach einen Observer-Block hier hin. Dann darunter macht ihr einen Sticky Pisten und Schleimblöcke. Das Ganze macht ihr nochmal von unten, also da einen Observer hin, dann einen Pisten drauf und Schleimblöcke. So, dann hättet ihr das natürlich noch den Boden so machen. Und Slabs ist dann einfach, also die Slabs sind dann so gesagt die Stufe und dann könnt ihr einfach so gesagt Redstone als erstes, das müsst ihr immer als erstes machen, so gesagt das aktivieren. So wie ihr gerade gesehen habt, das war auch so ein mini kleiner Bug, der entsteht zwischendurch mal, komischerweise, ich weiß auch nicht warum, aber wenn ihr jetzt auf den Knopf drückt, dann fährt dieser einfach mal hoch. Ja, durch die Aufnahme ist es irgendwie gerade super komisch. Ja, und dann könnt ihr einfach wieder drücken und es fährt halt runter. Ja, und da ist halt wieder der Block-Bug, also das ist einfach nur ein Bug, wenn ihr den jetzt mit der Spitzhacke abbaut und so, da passiert eigentlich nichts, ja, also kloppt einfach weg, ja. Das ist jetzt keine Verdoppelungsmaschine, das ist einfach nur eine Backmaschine jetzt, so gesagt. Ja, das wäre es eigentlich schon damit gewesen. Natürlich könnt ihr halt noch rundherum alles bauen.
Ja, und das wäre es eigentlich schon mit dem ganzen Werk hier. Ihr könnt halt immer hochfahren und so. Ja, gut. Und das wäre es eigentlich, Leute. Da hätten wir es eigentlich hier schon mal richtig toll hingekriegt. Ihr könnt natürlich das dann auch alles einzeln und so. Ja, und das ist halt typisch der Bug. Ich weiß nicht, wie man den beheben kann, aber Leute, das wäre es erstmal gewesen mit einem nicht so großen Video. Ja, aber wir sehen uns dann einfach wieder im nächsten Video. Und bis dahin und ciao.